Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Wehle. Der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Und heute geht es wieder um Ihre Karriere und zwar um die Frage, was tun Sie in einer Gehaltsverhandlung, wenn Ihr Chef Ihnen Killerphrasen entgegenhält? Wenn er sagt, das können wir nicht machen, weil im Moment ist kein Geld da. Das würde unseren Gehaltsetat sprengen. Das wäre ungerecht gegenüber den Kollegen. Solche Killerargumente, die sollen Ihre Motivation zertrümmern, die sollen Ihre Gehaltsforderung zerschlagen. Aber ich sage Ihnen, Sie können damit umgehen, Sie können sich dennoch durchsetzen, wenn Sie die Strategie Ihres Chefs durchschauen und wenn Sie mit einer pfiffigen Rhetorik antworten. Wie das geht, das habe ich in meiner 15-jährigen Praxis als Gehaltscoach sehr oft mit Klienten praktiziert und ich werde Ihnen gleich diese kleinen Geheimnisse verraten. Beginnen wir mit dem ersten Gegenargument. Ich mache es immer so aus Chefperspektive vor. Ich nehme so eine etwas verschlossene Körpersprache ein und sage dann, also wissen Sie, die Forderung an sich ist in Ordnung, Sie haben viel geleistet, aber im Moment gibt der Gehaltsetat eine solche Erhöhung beim besten Willen nicht her. Das ist jetzt eine ganz infame Taktik. Auf der einen Seite reiche ich Ihnen die Hand und gebe mich als guter Freund aus, weil ich sage, Sie haben es eigentlich verdient, Sie haben was Gutes geleistet. Auf der anderen Seite tue ich so, als könnte ich gar nichts ändern. Meine Hände sind sozusagen gebunden, weil da kein Geld ist, das ich vergeben kann. Also ich sage Ja und Nein zugleich. Ich bringe Sie in eine ganz schwierige psychologische Situation. Was können Sie unternehmen, um gegen diese Strategie vorzugehen? Sie müssen erstens einmal durchschauen, was passiert hier eigentlich? Es passiert Folgendes, es behauptet jemand, dass eine Firma kein Geld hat, aber das ist natürlich eine Lüge. Eine Firma hat immer Geld, solange sie nicht insolvent ist. Die Frage ist nur, wo investiert sie dieses Geld? Investiert sie es für Werbung zum Beispiel? Investiert sie es in Managergehälter? Oder investiert sie es in ihr Gehalt? Und hier können Sie ansetzen. Zeigen Sie der Firma auf, warum Ihr Gehalt in dieser schwierigen Situation eine gute Investition ist. Sagen Sie zu Ihrem Chef, ich habe Sie doch richtig verstanden, Sie wollen in der heutigen Zeit nur dort Geld investieren, wo Sie dann am Ende des Tages noch mehr verdient haben. Da ist mein Gehalt das Richtige, weil ich bringe Ihnen folgende Vorteile. Dann zählen Sie auf, was Sie für die Firma alles leisten, wo Sie zusätzliche Einnahmen bringen, wo Sie Ausgaben sparen, wo Sie wirklich handfeste Vorteile für die Firma produzieren. Und mit dieser Argumentation haben Sie gute Chancen, trotz des Killerargumentes sich durchzusetzen. Ich komme zu einem zweiten Killerargument. Der Chef sagt zu Ihnen, ja, wissen Sie, diese Forderung, die würde unseren Gehaltsetat absolut sprengen. Ja, das klingt jetzt schon so, als würden Sie mit Sprengstoff hantieren, als hätten Sie ein Attentat auf die Firma vor. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, ich kenne die Gehaltsstrukturen in Deutschland sehr gut, weil ich hinter etliche Firmenkulissen geschaut habe. Die Gehaltsstrukturen sind so schief wie der Turm von Pisa. Und wenn ich mich als Chef, als Hüter der Gerechtigkeit ausgebe, ist das natürlich ein Ammenmärchen, ist es eine Strategie, die Sie ins Boxhorn jagen soll. Darum lassen Sie sich davon nicht einschüchtern. Führen Sie nach wie vor Argumente auf, was Sie alles geleistet haben, wo Ihre Stärken liegen. Denn letztlich geht es bei gerechten Gehältern in erster Linie um Leistungsgerechtigkeit. Das heißt, weisen Sie Ihre Leistung in diesem Fall nach. Jetzt komme ich zur dritten Killerstrategie von Chefs zu sprechen. Und zwar sage ich zu Ihnen, ja wissen Sie, ich finde schon, dass Sie eine gute Leistung bringen, aber Sie wissen, wie die Lage ist. Mein eigener Vorgesetzter, der winkt im Moment partout keine einzige Gehaltserhöhung durch, da werden wir auf Granit beißen. Ah, diese Strategie kennen Sie schon. Ich bin wieder Ihr guter Freund und Kumpel, aber ich habe gebundene Hände und kann nichts tun. Nur, diese Argumentation liefert Ihnen eine Steilvorlage. Jetzt könnten Sie zu mir sagen, das ist ja wunderbar, Herr Wehle. Ich verstehe Sie recht, Sie stimmen zu, dass ich eine Gehaltserhöhung verdient habe aufgrund meiner Leistung. Und jetzt suchen Sie noch einen Weg, wie wir das gemeinsam, beide in einem Boot, beim gehobenen Vorgesetzten durchsetzen können. Das ist jetzt ein sehr raffinierter Dreh, den Sie hier anwenden, denn Sie schnappen sich das Ja, er hat ja Ja und Nein gesagt, Sie schnappen sich das Ja aus seiner Argumentation, Sie holen ihn durch die Wir-Form in ein Boot mit Ihnen und Sie bieten ihm jetzt an, zu dritt ein Gespräch mit dem gehobenen Vorgesetzten zu führen und da muss er natürlich auf Ihrer Seite sein, weil sonst verliert er sein Gesicht, er hat es Ihnen ja gerade unter vier Augen zugesagt.
Jetzt kommt die vierte Strategie, das vierte Killer-Argument des Chefs. Ich sage, also im Moment ist nichts drin, aber ich verspreche Ihnen, wir setzen uns in anderthalb Jahren noch einmal zusammen und dann können die Dinge schon anders liegen. Ah, jetzt ist die Strategie, dass ich Sie auf morgen und übermorgen und in anderthalb Jahren vertröste und hoffe, dass Sie bis dahin schön fleißig arbeiten und immer noch zum gleichen Gehalt. Darauf können Sie prima reagieren. Reaktion Nummer 1, Sie sagen, dass Sie die Forderung schon vor einem Jahr stellen wollten, aber Sie wollten ganz sicher gehen, dass Sie Ihre Leistung auch ausreichend belegen können, dass Sie weit genug in Vorleistung gegangen sind, dass die Waage zwischen Ihrem Gehalt und Ihrer Leistung nun wirklich zugunsten Ihrer Leistung sich gesenkt hat. Und vor diesem Hintergrund ist jetzt der richtige Zeitpunkt und nicht in der Zukunft. Die zweite Strategie ist die, dass Sie mit Ihrem Chef eine schriftliche Vereinbarung treffen, dass Sie es nicht bei dem mündlichen Versprechen belassen, sondern dass Sie festhalten, in welchen Schritten Ihr Gehalt meinetwegen bis in anderthalb Jahren steigen wird. Dann haben Sie was Verbindliches in der Hand und dann sind Sie Ihrem Chef einen Schritt entgegengekommen, ohne Ihr Ziel aus dem Auge zu verlieren. Und jetzt komme ich noch auf das letzte Killer-Argument zu sprechen. Und zwar, wissen Sie, ich würde Ihnen gerne diese Gehaltserhöhung geben, aber das wäre gegenüber Ihren Kollegen und Kolleginnen sehr, sehr ungerecht. Denn ich habe nur einen gewissen Gehaltsetat. Wenn ich Ihnen was gebe, dann muss ich das den anderen wegnehmen. Das möchte ich absolut nicht. Jetzt spiele ich mich auf zu demjenigen, der Hüter der Gerechtigkeit ist. Zu demjenigen, der sozial ist und an die Kollegen denkt. Wissen Sie was? Es ist völlig unsozial, wenn man sich mit geringen Gehältern abspeisen lässt, weil wenn Sie sich mit einem geringen Gehalt begnügen, dann setzen Sie einen Maßstab, der Ihre Kollegen auch nach unten zieht. Das heißt, es ist sozial, wenn Sie zum Beispiel als Frau ein hohes Gehalt für sich durchsetzen, dann ebnen Sie die Bahn für Kollegen, das gilt auch für Männer. Also lassen Sie sich nicht auf dieses Argument ein, verweisen Sie auf die Leistungsgerechtigkeit, zeigen Sie, dass eine besondere Leistung auch ein besonderes Gehalt erfordert. Übrigens, wenn Firmen ihre Leistung ausbauen, wenn Firmen den Kunden mehr bieten, dann erhöhen sie stetig und immer ihre Preise. Genau das sollten sie auch tun. Damit zeigen sie indirekt, dass sie verstanden haben, wie Marktwirtschaft funktioniert, dass sie auch im Interesse der Firma gut verhandeln können und dass sie ein guter Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin sind. Ich hoffe, diese Strategien bringen Ihnen das, wonach Sie sich sehnen, nämlich die Gehaltserhöhung. Dass Sie bekommen, was Sie verdient haben, das wünscht Ihnen Ihr Martin Wehrle.